Auf meiner Rundreise durch die Red Breast Abfüllungen kommen wir nun zur Fassstärke. 12 Jahre, auch wieder Wetting aus Ex-Bourbon und Oloroso Sherry. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Die Fassstärke hier, die wird immer ganz oft genannt, von meinem Gefühl her, in Foren und Gruppen, wenn die Frage aufkommt, nennt mir einen guten irischen Whisky. Also nicht von mir persönlich, sondern fragen ja oft genug Leute. Ne? Und er ist immer ganz weit vorne mit dabei. Sonst noch der 15er. Ich denke mal, da geht es darum, ob man jetzt eher auf Fassstärke oder Trinkstärke steht. Er wird in Batches abgefüllt. Hier habe ich das Batch B2, vielleicht für Batch 2, 19. Ich sagte, glaube ich, in meinem ersten Video hier der Reihe, das neue Design kam irgendwie 2020 auf den Markt. Vielleicht war es auch schon Ende 19 oder sie haben es da abgefüllt und bis es dann mal bei uns in Deutschland war, war dann schon 2020. Gut, ich hole die Flasche mal raus. Ich kann euch ja mal das Foto einblenden. Ich glaube, die Fassstärke ist auch am intensivsten, aber sonst sind sie relativ ähnlich. Jetzt habe ich da die drei Stück, den Standard 12er, den Lustau und ja eben die Fassstärke. Preis, da habe ich meinen Zettel. So ab 60, 65 Euro. Ja, aber nun gut. 12er Springbank fällt mir so spontan ein, die Fassstärke. Die kostete auch mal so viel, oder? Und dann hat sie letztes Jahr einen Sprung gemacht, als ob alle Händler, oder ich weiß ja nicht, wer der Auslöser war, aber irgendjemand hat ja wohl gemerkt, oh mein Gott, wir verkaufen den Springbank in Fassstärke viel zu günstig. Ich weiß noch, als ich den vor 2-3 Jahren im Video hatte, ich glaube jetzt nicht, dass ich schuld bin, aber ich habe auch gesagt, hey Leute, da bekommt man wirklich einen Top-Whisky für akzeptables Geld. Und selbst das machen sie einen kaputt. Das finde ich so schade daran. Wir schreiben Februar 2021. Und ich habe da gerade noch so einen Punkt, den muss ich jetzt einfach mal rauskramen. Zwei Speyside Malts, also von Gordon MacPhail, die Macallans, sind, glaube ich, von Kirsch Whisky exklusiv für Deutschland erschienen. Die ersten Shops hatten sie vor 4 Wochen schon. Und ich habe das Gefühl, dass der Rest der Händler wartet und guckt, was können wir nehmen. Jetzt hat der große deutsche Versandhändler die rausgehauen und der nimmt mal eben locker für eine Pulle, die woanders 240 Euro gekostet hat, nimmt er jetzt über 200 Euro mehr. Und das finde ich sowas wie von krass. Also was da zurzeit abgeht, überall wo nur der Hauch der Möglichkeit ist, exorbitante Preise zu nehmen, wird es eiskalt gemacht. Ne? Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Deshalb werde ich, wenn ich den gleich mit schlecht, mit Note und dann so machen, ne? dann wisst ihr Bescheid. So, okay. Bisschen Spaß muss ja sein, aber das mit den Spay Malts war echt kein Spaß, muss ich sagen. Ja, direkt wieder diese in meinen Augen herbe Würzigkeit. Ich glaube auch von den, so wie der Verpackungstext lautet, müsste der wirklich recht baugleich zum Standard 12er sein. Das ist ja nicht immer so gegeben bei den Brennereien, dass dann die Fassstärke wirklich das 1:1 Abbild der Standardabfüllung ist. Aber hier, er kommt mir, wie soll ich das sagen, kräftig in die Nase, aber von der Stärke der Aromen ein bisschen gedämpft. Vielleicht müssen wir ihn gleich mal verdünnen. Oder ich werde ihn gleich mal verdünnen. Schöne Mischung aus süß und herb. Da geht so eine leichte Zitrusfruchtnote durch. Vanille. Gewürze. So leicht geröstetes Holz. So würde ich es beschreiben. Ich tue ein bisschen Wasser dran, keine Sorge für die Puristen. Ich habe ihn hinter mir noch in pur stehen. Aber ich möchte eben gucken, ob wir etwas kitzeln können. Gar nicht mit viel Wasser, sondern nur mit ein paar Tropfen.
Hab ja relativ viel. Hier im Glas drin ist ja noch gar nichts abgetrunken. So. Naja, das ist immer so ein bisschen die Sache. 40 Volumenprozente ist zu schwach, kommt so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Ich fand die Aromen generell stärker, aber sie sind eben irgendwie so verdünnt, ne? Diese Holznote, dieses leicht geröstete, geräucherte Holz. Dann diese Getreidenote dabei, die hatte ich beim Lustauer, hatte ich die gar nicht. Beim ersten Zwölfer bin ich sicher, dass ich sie genannt habe und jetzt auch wieder. Das ist diese ungemälzte Gerste. Ich merke immer, wenn ich etwas vergessen habe, wenn ich es dann auf einmal spüre. Es ist ja ein Wetting mit Oloroso. Der ging mir eben ein bisschen unter. Hatte ich beim 12er, fand ich sofort eine Sherry-Note in der Nase. Kann jetzt sein, aufgrund des Lustaus, also des Sherry-Finish, wo es sehr präsent war, dass es jetzt ein bisschen in der Nase gefehlt hat. Ja, jetzt habe ich so eine schöne, also schon im Mund. Diese typische, klassische Oloroso-Nussigkeit, Oloroso-Sherry-Note, sagen wir es einfach so, die passt, finde ich, wunderbar mit dieser würzigen Potstill-Note, eben mit dem ungemälzten Gerstenanteil dabei. Das ergänzt sich wunderbar. Also kenne ich so von keinem Schotten, wie diese Oloroso-Nussnote sich nochmal so erweitert, ergänzt durch diese herbe Holznote mit so leicht, es ist kein Rauch drin, aber ich habe so Assoziationen nur dazu, so getoastetes Holz, geröstetes Holz, geräuchertes Holz. Jetzt kommt er richtig rüber. Also schöner, war nicht zu viel, nicht alkoholisch in dem Sinne, dass man sagt, oh, das ist der sprittig oder so, natürlich stark und kräftig, aber das war gut. Ich weiß, warum der empfohlen wird, also da geht es in meinen Augen nicht darum, oh, du musst ihn unbedingt unverdünnt probieren, sonst verpasst du was. Es ist wirklich so eine Spur puristischer. Es ist eben, ja, wie soll man sagen, ein Brett, ne? So Zitrus jetzt im Mund eher mit der Süße noch dabei. So eine Orangennote, irgendwo verdeckt. Weil dann kommt wieder diese Nussigkeit. Und ich finde ihn relativ süß. Süßer als den Lustauer. Das kann von den Ex-Bourbon-Fässern kommen. Diese Würzigkeit ist auch wieder ein bisschen rustikaler und packt mehr zu. Sie wird nicht ganz so dunkel wie beim Lustauer. Also es passt ganz gut wirklich zum 12er. Es fehlte mir am Anfang nur der Sherry in der Nase, fiel mir aber, wie gesagt, erst später auf. Kann, wie gesagt, sein, weil ich das Sherry-Finish vorher hatte. Ja, macht Spaß. Also es ist eine Reise wert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich als Whisky-Neuling, wenn ich in Iren probieren will, gerade mit einem Red Breast anfangen würde. Wenn ich von Schottland komme, es ist auch hart. Also für mich war es hart, als ich den 15er das erste Mal im Video hatte, sagte ich damals schon, ich komme gerade nicht klar darauf. Ich muss ihn häufiger probieren, das habe ich dann gemacht. Und habe so ein bisschen die Faszination dieser Art der Whisky-Herstellung ja, zu schätzen gelernt, sagen wir es mal so. Mache ich den jetzt nun einmal unverdünnt? Einmal unverdünnt.
kam jetzt relativ aus dem Abgang, dann wird er wieder relativ fein und cremig. Ja, cremig ist ein gutes Wort. Kann ich jetzt ja einfach nur nachplappern, weil ich es jetzt gerade so hier sehe oder den unverdünnten habe, aber er kommt mir deutlich verschlossener zu. Was so ein paar Schlucke, Entschuldigung, Tropfen Wasser machen, ne? Ein bisschen wie abgeschnitten, als käme gar nichts hoch. Von dem, was ich eben in der Nase hatte. Ja, es ist definitiv so. Er hat sie beide zeitgleich eingeschenkt, das nur zur Info. Noch würziger. Diese herbe, würzige Grundcharakteristik ist hier noch stärker. Ich glaube nicht, dass ich das brauche, das andere. Also ich würde ihn leicht verdünnen. Auf jeden Fall ist er viel breiter aufgestellt. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, was wir hier haben, oder? Wir haben 55,8. Also nicht zu viel, finde ich ganz schön. 60, 65 Euro. Ja, wie gesagt, dieser Springbank aus 2020, wie der abgegangen ist, zum Negativen leider Gottes, ne, die Verstärke. Das ist traurig. Also, er hat mir gar nicht gefallen und ich würde niemals so viel Geld dafür ausgeben. Okay, ein bisschen Spaß muss wie gesagt sein. Ja, ich mache jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Werd die Tage mit dem 15er und den 21er weitermachen. Dann möchte ich erstmal wieder ein bisschen freien Mund haben. Dann kann ich ja gerne nochmal zurückgreifen, mal schauen, wie ich es mache. Aber es ist wirklich spannend und ja, eine Reise wert. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.